Halb zehn? Da habe ich bereits meinen dritten Mohikaner gehoben. Hat je einer von den Herren hier einen Mohikaner gehoben? Starkbier mit Cognac gemischt. 90% Alkohol, Sie können es mir glauben. Ja, dieses Vorkommnis verletzt mich außerordentlich. Ich hatte mir gerade solche Mühe gegeben, Ihnen eine gute Stellung zu verschaffen. In Kensington, wissen Sie, dass dieser Stadtteil Kensington für alle ausländischen Hausangestellten geradezu der Traum ihrer schlaflosen Nächte ist? Ich muss schon sagen, Ihr Verhalten grenzt fast an Verletzung der Gastfreundschaft. Ich muss aber wieder eine Stellung finden. Ja, so leicht wird das nicht sein. Das Ministerium sieht's nicht gern, wenn man so oft und bald wechselt. Fieming ist auch sauer auf Sie. Bankdirektor mit 9 Kindern. Seine Frau ist gerade in eine Irrenanstalt überwiesen worden. Würde Sie das reizen? Mit diesem Briefchen hat mir meine Frau geschrieben. So einen Brief kriegen Sie auch mal. Kriegen wir mit der Zeit alle. Das ist ein Be-You-Do der besseren Hälfte. Dann schreibt mir meine Frau: Geehrter Mr. Fieming, wenn Sie noch einmal Ihre dreckigen Stiefel auf dem Küchentisch stehen lassen, dann stecke ich sie in die Heizung. Jetzt kommt die Unterschrift. Ihre ergebene Edna Fieming. Nun schauen Sie mal, was da in Klammern drunter steht. Frau. Ja, das ist das wahre Familienleben. Und wenn ich mir vorstelle, beinahe wäre es dir gelungen. Beinahe hättest du Sammy Knowles an der Nase herumgeführt.